Das andere ist, dass ich natürlich an diesem schlechten Wahlergebnis in Bremen auch ablesen lässt, dass die Grünen insgesamt an Sympathie und Zutrauen oder auch an Unterstützung verloren haben. Das hat mehrere Gründe. Sie haben es eben in der Anmoderation gesagt. Zum einen ist es dieser ganze grüne Filz, der sichtbar geworden ist, über den wir ja nachher sicherlich noch reden werden. Und das andere ist, dass die Grünen mit ihrer Klimapolitik, vor allem beim Thema Heizung, aber auch beim Thema Auto, an Ängste von Menschen rühren. So, also wenn man das Gefühl hat, dass man sein Auto, was vielleicht erst 3 oder 4 Jahre alt ist und noch mit einem normalen Verbrennermotor oder mit einem Diesel läuft, in ein paar Jahren nicht mehr fahren darf und dass man es auch nicht mehr verkauft kriegt und dass es keinen Wert mehr hat, dann ist das schon beängstigend für viele Leute, die auf ein Auto angewiesen sind. Und wenn man eine Heizung hat, die vielleicht, wie in Berlin viele Menschen, eine Gasetagenheizung, die vielleicht dann 20 Jahre alt ist, die vielleicht demnächst kaputt gehen kann und man darf dann keine neue mehr anbauen, sondern muss eine Wärmepumpe nehmen und hat vielleicht Kosten von mehreren 10.000 Euro, dann rührt auch das an Ängste, vor allem auch bei älteren Leuten, die vielleicht so kurz vor der Rente stehen und eben auch nicht so viel Geld haben, um diese ganzen Umbauten zu finanzieren. Also diese Verunsicherung ist zu spüren bei vielen Menschen, unabhängig von wirtschaftlichen oder anderen Fragen. Und das ist sicherlich mit ein Grund, warum die Grünen jetzt so im abschüssigen Ast sind.